Qigong ist eine ganzheitliche Methode, mit dem du deine Beweglichkeit fördern kannst, deinen Atem vertiefen kannst, und auch deine Selbstheilungskräfte aktivieren kannst, dein Immunsystem stärken kannst, um Krankheiten vorzubeugen und um Blockaden im Körper zu lösen, um deine inneren Organe mit frischer Energien zu versorgen. Also Qigong bietet alles in einem Paket an, damit das Qigong nicht nur als Gesundheitssport bleibt, sondern auch all die anderen Wirkungen zeigen kann. Musst du auf ein paar Sachen achten. Erstmal die richtige Körperhaltung, wie stehst du, wenn du übst? Und zweitens, ob du entspannt bist, ob dein Körper, während du stehst, entspannt ist. Und ob du entspannt tief ein- und ausatmen kannst und ob du deine Gedanken auch entspannen kannst und Ruhe bringen kannst. Erst dann, Qi wirkt und Qigong wird mehr als nur Gesundheitssport. Ja? Wenn du ohne auf diese vier Sachen zu achten die Übungen machst, dann bleibt es leider eher auf körperlicher Ebene. Wir wollen aber mehr erreichen mit Qigong, als nur uns zu bewegen. Wir wollen, dass die Energiearbeit drinnen auch stattfindet, dass die Energie sich innerlich bewegt, durch die Meridiane durch und die Blockaden löst und die inneren Organe erreicht und bis zum Knochenmark, unserem Körper erreicht und uns gesund hält. Deswegen möchte ich dir heute eine Übung zeigen, mit der du dich entspannen kannst, bevor du deine Übung, Qigong-Übung angefangen hast. In meinen Kursen machen wir ja auch unterschiedliche Übungen, um uns vorzubereiten für unsere Qigong-Stunde. Manchmal klopfen wir uns, manchmal schütteln wir uns und dann, um den Atem, um das Atem zu vertiefen, machen wir auch andere Übungen. Erst dann fangen wir mit den eigentlichen Übungen an. Zu Hause musst du das alles nicht machen. Also zu Hause, wenn du eine begrenzte Zeit hast, kannst du dich hinstellen, kurz an deine Wurzeln denken und dann loslegen mit deiner Übung. Aber du würdest dann effizienter üben und mehr davon haben, wenn du kurz davor für eine kurze Entspannungseinheit sorgst. Je entspannter du bist, desto mehr Platz hat Qi, um zu fließen. Wenn du nicht entspannt bist innerlich und eher innerlich so verkrampft bist, dann Qi hat nicht genügend Platz, um fließen zu können. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du entspannt bist, auch wenn du stehst oder sitzt und übst, damit das Qi frei fließen kann. Zu der Übung. Die Übung heißt Drei-Linien-Entspannungsübung. Bei dieser Übung kannst du gerne stehen oder kannst du auch gerne sitzen. Ich sitze gerade auf einem Hocker. Ich benutze die ersten Drittel vom Hocker und nicht die gesamte Fläche zum Sitzen. Und meine Füße sind schulterbreit auseinander und die Knie sind 90 Grad. Immer wenn du sitzend übst, dann achte bitte auf diese Körperstellung. Die Schultern sind unten entspannt, mein Beihui richte ich zum Himmel und genauso würdest du ja auch stehen. Ne? So, bei dieser Übung geht es darum, dass wir uns vorstellen, dass wir unter die Sonne stehen und das Licht der Sonne fließt über drei Linien. Der erste Linie ist unsere vordere Körperseite. Zweite Linie ist seitlich die Körper runter. Und dritte Linie ist auf der Rückseite. Und zum Schluss kannst du nochmal das Licht, von der Sonne gleichzeitig über diese drei Linien schicken. Und dabei stellst du dir vor, das Licht fließt über dein, zum Beispiel, über dein Beihui und dein Stirn und Augen und Nase und Mund. Und überall, wo das Licht sich bewegt, dann fühlst du eine Wärme.
Und so einfach ist die Übung eigentlich. Es ist nur visualisieren. Ja. Wenn du Lust hast, dann machen wir die Übung zusammen. Du kannst gerne stehen, du kannst dich gerne hinsetzen und du kannst gerne dabei die Augen schließen. Und wenn du bereit bist, fangen wir an. Ich schließe dabei die Augen und nehme ich ein paar tiefe Atemzüge. Und stell dir vor, du stehst unter die Sonne. Weißt, die Sonne ist über dir, die Sonnenstrahlen fühlst du, vielleicht auch siehst du die goldene Sonnenstrahlen. Und wir fangen erstmal an mit der ersten Linie, das ist die vordere Körperseite. Du spürst, wie die Sonne über deinem Kopf scheint und dein Baihui, höchster Scheitelpunkt, erwärmt. Und dann merkst du, wie das Licht deine Stirn berührt und auch dein Stirn wärmer werden lässt. Und das Licht wandert über deinem Gesicht, über deine Augen, über deine Nase, über deinen Mund, über dein Kinn. Und jedes Mal, wenn du die Sonnenstrahlen auf deinem Körper spürst, merkst du, wie diese Stellen wärmer werden und sich entspannen. Die Sonnenstrahlen gehen weiter und berühren dabei deinen Hals und lassen auch deinen Hals entspannter werden und wärmer werden. Und dann das Licht wandert weiter runter. Du fühlst die Strahlen über deine Brust und über deinen Bauch. Du spürst die Strahlen auf der vorderen Seite deiner Hüfte. Und weiter auf deinen Oberschenkeln, auf deine Knie und auf die vordere Seite deiner unteren Beine und deine Füße. Und jetzt stellst du dir vor, die Sonnenstrahlen diesmal fließen über deinen Baihui seitlang zu deinen Ohren. Gleichzeitig die Sonnenstrahlen verteilen sich links und rechts über deinem Gesicht und fließen zu deinen Ohren. Du spürst die Wärme und du spürst die Entspannung, die Wärme, die mitbringt. Seitlich fließen die Sonnenstrahlen über deinen Nacken, deinen Hals. Über deinen Hals fließen sie über deine Schultern. Und dann fließen die Sonnenstrahlen erstmal über deine Arme
Obere Arme, untere Arme bis zu den beiden Händen, bis zu den Fingerspitzen. Und dann stellst du dir vor, wie die Sonnenstrahlen unter deinen Achseln fließen, runter bis zu deinen Hüften und über die Hüfte fließen die Sonnenstrahlen seitlich deine Beine runter bis zu den Knien. Und von den Knien über die untere Beine bis zu den Knöcheln, an die Füßen, Fußseiten, Fußgelenken. Und dann über die Fußseiten bis zu den Zehen. Und diesmal schicken wir die Sonnenstrahlen wieder von Baihui. Und lassen wir die Energien über deinen hinteren Kopf fließen, auch über deinen Nacken fließen, über deine Nackenmuskulatur. Und die Energien fließen über deinen Rücken, zu deinen unteren Rücken. Und über dem Gesäß fließen sie noch weiter runter. Über die Rückseite deiner Beine, hinter den Knien. Über die Rückseite deiner unteren Beine. Und als letztes stellst du dir vor, die Sonnenstrahlen befinden sich wieder über deinem Baihui. Und diesmal lässt du die Strahlen gleichzeitig über diese drei Linien fließen. Von Baihui über deine vordere Körperseite, über die Rückseite deiner Körper und seitlich über die Arme bis zu den Füßen. Wenn du noch nicht dich entspannen konntest, dann darfst du diese Übung so lange machen, bis du dich entspannt hast. Wenn du entspannt genug bist, dann kannst du deine Qigong-Übungen anfangen. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Wenn du höheren Blutdruck hast, dann benutze diese Übung öfter, wenn du da regelmäßig dran bleibst. Du wirst sehen, dass es eine positive Wirkung auf deinen Bluthochdruck haben wird. Diese Übung kannst du auch benutzen, allgemein natürlich, um dich zu entspannen und Blutdruck zu reduzieren. Und auch wenn du Kopfschmerzen hast, wenn du zu viel Druck hier oben hast oder wenn du gar nicht Ruhe kommen kannst, weil du zu viel Arbeit hier oben hast, dann kannst du diese Übung auch benutzen, um dich runterzunehmen. Das ist eine tolle Übung. Also, um dich vorzubereiten für deine Qigong-Übungen, um deinen Bluthochdruck zu regulieren, Blutdruck zu regulieren. Oder um dich zur Ruhe zu bringen, um die stagnierende Energien hier oben, die sich hier gesammelte Energien, runterzubringen. Also kannst du auch, heißt, bevor du ins Bett gehst, kannst du die Übung machen, um besser einzuschlafen zu können, besser durchschlafen zu können. Ja, viel Spaß damit.